Katharina Schworleder hat total spannende Erfahrungen in unterschiedlichen Führungskontexten gemacht. Und das Spannende ist nicht nur offline, sondern auch ganz viel online. Und gerade in Zeiten von Führung 4.0, digitaler Führung und Führung auch von riesigen Unternehmen und, sag ich mal, auch Konzernen oder diejenigen, die auch ganz viel Umsatz zum Beispiel erwirtschaften, ist es, finde ich, für uns auch nochmal ganz, ganz spannend, heute einen kleinen Einblick so über die Chancen, Herausforderungen generell zum Thema Führung zu erhalten. Danke, liebe Katharina, dass du uns die Zeit schenkst von dir. Hallo, liebe Anna, hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ein Thema, was mich selbst total fasziniert. Ich habe klassisch Betriebswirtschaft studiert und mit den Schwerpunkten Financial Services und Versicherungsmanagement dann meine Diplomarbeit über online tatsächlich damals schon gemacht. Das war noch so ein relativ neues Feld. Ich habe 2005 damit abgeschlossen und bin dann klassisch als BWLerin in einen Job bei einem großen, aber sehr alternativen Unternehmen gestartet und dachte, oh wow, die machen alles anders, das ist großartig, das will ich mir unbedingt angucken. Für mich war schon im Studium klar, dass klassische Konzernstrukturen mit dem Wunsch, wie ich Menschen gerne begegnen möchte, nicht wirklich gut zusammenpassen. Und dieses Thema online, remote, weltweit, flexibel, das hat mich total interessiert, weil diese Frage, wie kann ich als Mutter, als Familienmensch, als Familienvater vielleicht auch meinen Job und alle anderen Bedürfnisse unter einen Hut bringen, kommt automatisch in der Gleichung zu der Lösung, dass ich irgendwie flexibel sein muss. Und ich bin auch ein Mensch, der einfach sehr in Zyklen arbeitet. Das heißt, manchmal ist es einfach so, ich bin Feuer und Flamme und dann will ich auch unbedingt und dann ist es egal, wie viel Uhr es ist und dann ist es großartig, wenn ich auch da einfach flexibel sein kann. Und dann ist es manchmal auch total okay zu sagen, zwischendurch ist dann einfach was anderes dran und ich gebe diesen Wellen nach, weil es einfach sehr viel produktiver ist, als wenn ich mich wirklich von 9 to 5 ins Office quäle und meine eigentliche Produktivitätszeit dann vielleicht aber an diesem Tag erst um 21 Uhr starten würde. Und das klingt gerade spannend. Ich muss mal nachfragen, weil viele stellen sich vor, okay, online bedeutet das Gleiche, wie ich jetzt offline machen würde, nur zu Hause vor meinem Schreibtisch und ich sitze auch von 9 to 5 an meinem Rechner. Aber es hört sich so an, als ob es gar nicht unbedingt das sein muss, selbst wenn ich zum Beispiel im Rahmen, also nicht komplett selbstständig arbeite, sondern für zum Beispiel ein Unternehmen. Ja, also super, gerne gehen wir kurz rein. Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen dem klassischen Homeoffice, das ist ja das, was du eben so ein bisschen beschrieben hast, das wäre die Variante, dass ich sozusagen dieselbe Tätigkeit, die ich für meinen Arbeitgeber irgendwo mache, dann eben zu Hause im selben Zeitfenster mache, wahrscheinlich einfach von einem installierten Desktop zu Hause dann dieselbe Kundenbetreuung oder was auch immer mein Aufgabengebiet ist, übernehme. Das bedeutet, ich habe räumliche Flexibilität. Ich kann in meinen Teepausen vielleicht zwischendurch mich auch mal um ein krankes Kind kümmern. Für solche Situationen ist es großartig. Aber ganz ehrlich, die große Flexibilität gibt es mir nicht, weil ich zeitlich einfach an diese 9-to-5-Regel nach wie vor gebunden bin, an Servicezeiten meines Arbeitgebers vielleicht, aber vor allen Dingen auch an Kunden, mit denen ich einfach in diesem gesetzten Rahmen so kommuniziere. Und ich glaube, es ist gut, sich in diesem Bereich einfach internationale Studien mal anzuschauen. Es gibt ja nicht ohne Grund diese Tendenz, dass große internationale Konzerne, allen voran zum Beispiel Google, Apple und sonst was, auf ihren Campus-Einrichtungen den Mitarbeitern alles ermöglichen, weil sie erkannt haben, die produktive, wirklich wertvolle Zeit, in der Kreation und Innovation stattfindet, das ist pro Tag nicht mehr als eine Stunde. Das heißt, Google tut alles dafür, um seine Mitarbeiter so zu supporten, dass sie diese eine Stunde Kreativität, die sie netto pro Tag im Prinzip zur Verfügung haben, zu 100% in die Unternehmensentwicklung stecken können. Das heißt, die schütten sich mit Sand das Office auf, die haben da irgendwie eine Mittagspause mit Beachvolleyball, die haben rund um die Uhr geöffnete Restaurants und alles Mögliche, einfach in dem Wunsch, dem Mitarbeiter zu ermöglichen, dass er in seinem eigenen Lifestyle, Tempo und Setting in diesem Unternehmen die beste Produktivität ausarbeiten kann. Das kann für den einen tatsächlich bedeuten, dass er eine Hängematte und Sandboden braucht. Das kann für den anderen bedeuten, dass 9 to 5 genau das ist, was er braucht. Aber es gibt eben doch sehr viele Menschen, die feststellen, 9 to 5 sind 8 Stunden. Ich kann nicht 8 Stunden produktiv sein. Es gibt auch eine finnische Studie,
die ganz klar besagt, nach 6 Stunden ist niemand mehr leistungsfähig. Es ist einfach nicht möglich. Du kannst dich nicht 8 Stunden am Tag konzentrieren. Das ist nicht real. Und deshalb ist auch da die Tendenz, dass die gar keine, wie für uns typischen Vollzeitjobs mehr vergeben, sondern dass die ganz klar sagen, ich bezahle meine Leute gut, aber es ist völlig wichtig, dass ab 16 Uhr jeder Zeit für seine Family hat, weil das einfach nährt und dadurch kommt der Mitarbeiter mit vollem Akku am nächsten Tag wieder. Und das Online, worüber wir jetzt eben sprachen, ist eigentlich die logische Fortsetzung dessen, dass du sagst, ich gebe noch mehr Flexibilität da rein. Ich bin in der Situation, dass ich wirklich natürlich in Abstimmung mit den Unternehmensbedürfnissen und Zielen mir trotzdem komplett frei und selbst einteile, wie und wann ich meine To-Dos erledige. Das kann bedeuten, dass wir 3, 4, 5 so fixed Meeting Points haben pro Woche und ansonsten bin ich in meinen Projekten, in meinen Kundenkontakten wirklich so frei, dass ich tatsächlich auch sagen kann, hey, ich arbeite vielleicht in einer anderen Zeitzone oder ich bin in der Lage und klinke mich in unser virtuelles Office abends um 10 ein, wenn das jetzt die Zeit ist, wo meine Kinder schlafen und ich so richtig noch was tun will, oder ich bin der Frühaufsteher und mache die erste Schicht von 5 bis um 8 und bin dann aber erstmal wieder für was anderes da. Und ich war am Anfang mega skeptisch, ob das funktioniert, habe mich aber auf meiner Reise durch diese verschiedenen Stadien sehr, sehr viel mit dem Thema Motivation auseinandergesetzt. Und ich denke, jeder ist über das Thema intrinsische Motivation schon gestolpert im Studium. Und die Frage, wie kriege ich intrinsische Motivation hin bei einem Mitarbeiter, ist ja etwas, wo Konzerne Milliarden für ausgeben. Das ist unglaublich, weil das genau diese Suche nach dieser einen kreativen Stunde ist. Wie kriege ich meinen Mitarbeiter dazu, dass er wirklich freiwillig seine Herzens- und Gehirnleistung, also ich sage schon extra auch Herzensleistung, weil es geht immer um die Extrameile, die wir gehen. Ne? Wie kriege ich das hin, dass mein Mitarbeiter diesen Mehraufwand für mich betreibt? Und zu sagen, ich zahle dir eine Weihnachtsprämie oder ich stelle dir vielleicht einen Firmenwagen vor die Tür, das kann für eine Zeit funktionieren, aber alle Studien, die es dazu gibt, haben ergeben, dass das mit der Zeit abflacht. Ne? Das ist so ein Push mal, das kann sein, aber wenn du dich an den Status gewöhnt hast, dann ist das Feuer nicht mehr da. Dann bist du einfach irgendwo wieder auf dem Level. Das heißt, das Intrinsische ist etwas, was von innen herauskommen muss. Und diese Frage, wie kann ich das generieren, ist, glaube ich, sehr, sehr diffizil. Da gibt es verschiedene Ansätze zu, aber die meisten haben sich wirklich darauf verständigt, dass es da um ganz andere Werte geht. Da geht es nicht um was Materielles, da geht es nicht um die klassischen Komponenten, die irgendwie eine Bezahlung im Unternehmen ausmachen kann. Da geht es auch nicht um Statusfragen, sondern da geht es tatsächlich um all diese kleinen Nebenleistungen, die da wirklich Anerkennung, die da wirklich Persönlichkeitsentwicklung heißen, wo es wirklich darum geht, darf ich mit meiner Einzigartigkeit wirklich so sein, wie ich bin? Oder habe ich das Gefühl, ich diene hier etwas, wo ich mit dem Herzen dabei sein kann? Da kommen wirklich sehr, sehr, sehr persönliche Komponenten rein. Und die meisten großen Unternehmen haben ja aus diesem Grund auch in diesen speziellen Führungskräfteprogrammen, die es ja überall gibt, immer mehr in den letzten Jahren dazu gegriffen, genau diese Komponenten auch noch viel mehr reinzugeben. Und ich finde, da matcht das Online total gut rein, weil ein großer Herzensaspekt der Menschen ist es einfach, die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, die uns happy machen, mit in unseren Tag integrieren zu können. Und wenn ich dazu diese Chance bekomme und wirklich einfach sagen kann, hey, ich kann meine Yogastunde morgens nehmen, von 10 bis 11 bin ich einfach raus oder ich kann das Ganze auch von einem Ort machen, wo ich vielleicht einfach aus anderen Gründen gerade bin oder ich bin in der Lage und kann das einfach so machen, dass ich heute mal nur 2 Stunden mache und übermorgen vielleicht dann dafür einfach 10 Stunden mache, weil das passt für mich gerade gut. Wenn ich da einfach diese Flexibilität bekomme, dann ist die Chance, dass mein Commitment dem Unternehmen gegenüber intrinsisch sehr, sehr, sehr viel höher ist, als wenn ich einfach 9-to-5 abreiße, unabhängig davon, was in meinem äußeren Bild gerade passiert. Und alle Studien haben gezeigt, auch wenn im Durchschnitt vielleicht weniger Stunden produktiv gearbeitet wird, ist der messbare Output auf der anderen Seite so, so, so viel größer, weil das, was getan wird, eben einfach mit Commitment getan wird. So, so spannend, dass du das auch erzählst. Ich glaube, das eröffnet für viele Studierende jetzt eine komplett neue Welt, weil das Klassische, was wir alle nur gewöhnt sind, sind ja diese 9-to-5-Jobs.
Und du hast erzählt, direkt in deinem ersten Job nach dem Studium hattest du diese Möglichkeit, sogar diese Online-Arbeit zu tun und da auch eine gewisse Zeit- und Ortsunabhängigkeit zu leben. Das war ein Faktor, der vielleicht auch innovativer war, als so klassischerweise das gelebt wurde. Du hast aber eben auch schon angedeutet, es gab dann noch mehr, also auch noch mehr Gründe, warum du da hingegangen bist. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was war so dein Learning aus dieser Zeit, wo du ja auch als Führungskraft dort gearbeitet hast? Genau, also ich bin in meinen ersten Job nach dem Studium wirklich in einen klassischen 9-to-5-Job reingegangen, in dem Wunsch, wirklich für ein alternativeres Unternehmen zu arbeiten. Und habe an dieser Stelle gesehen, dass dadurch, dass wirklich eine Konzernstruktur entstanden ist, diese menschliche Ebene nur noch sehr, sehr bedingt möglich war. Das ist ein Phänomen, was sehr viele bei einem Schwellenwachstum dann einfach immer wieder sehen, dass ab einem gewissen Grad diese persönliche Beziehung zueinander nicht mehr gegeben ist. Und dann ist es sehr oft so, dass persönliche Bindung durch Strukturen ersetzt wird. Da gibt es dann plötzlich den Personalbogen, der für Mitarbeitergespräche hergenommen wird. Da gibt es dann plötzlich Gehaltstarifgruppen oder irgendetwas, wo du eingruppiert wirst. Da gibt es dann plötzlich standardisierte Stellenbeschreibungen oder Bezeichnungen. Da gibt es dann klassische Vorgaben. Alle müssen dann und dann da sein. Und ich konnte in diesem Unternehmen sehen, wie immer mehr von dieser Flexibilität weggenommen wurde und tatsächlich doch relativ starre Strukturen aufgrund der Größe dann einfach etabliert wurden. Und dieser menschliche Bezug, das Feuer, warum die Menschen dort eingestiegen sind, nach und nach immer wieder erstickt wurde, weil sehr vielen einfach nach relativ kurzer Zeit nicht mehr da war. Und es gab viele Ansätze, die ich dort mitgenommen habe, die ich großartig finde, gerade zum Beispiel Elternzeitgestaltung. Das war ein Unternehmen, wo sehr viele, sowohl Männer als auch Frauen, Elternzeiten genommen haben oder einfach andere flexible Lösungen gefunden haben, dass sie Teilzeit gearbeitet haben, vor, während oder auch nach der Elternzeit. Und das war unglaublich schön, aber für mich war klar, es reicht nicht. Es ist nicht das, was ich mir tatsächlich wünsche. Und ich bin dann da auch aus diesen Gründen wirklich rausgegangen, weil ich gesagt habe, es ist wunderbar, aber es ist nicht das, was ich wirklich will, weil am Ende des Tages ist es netto so, ich sitze von 8 bis 5 im Büro. Und das ist nicht das, was ich tatsächlich möchte, sondern ich möchte tatsächlich gerne in der Erkenntnis, dass ich jemand bin, der in diesen Zyklen sehr gut arbeiten kann, das auch für mich nutzen kann. Und hast du das dann woanders gefunden, nachdem du dort weggegangen bist? Ja, ich habe mehrere Stationen danach noch gehabt und habe eine gehabt, die ich auch nach wie vor unglaublich schätze. Das war eine Situation, wo ich auch als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet habe für jemanden, der auch ein kleines Startup aufgebaut hat. Und wir waren letztendlich ein Zweierteam. Es war unglaublich bereichernd für mich, weil ich sehr viel wirklich lernen und auch mitgestalten konnte. Und ich hatte die riesengroße Freiheit, dass wir uns darauf verständigt haben, dass ich wirklich einen halben Tag pro Woche im Office war, wo wir wirklich Unterschriften und alle möglichen physischen Dinge erledigt haben. Und die restliche Zeit war ich in der Situation, dass ich wirklich von da und in der Situation, wie es für mich gepasst hat, arbeiten konnte. Und das war so ein Eye-Opener, wo ich wirklich erkannt habe, hey, das ist großartig, weil ich in der Lage war, meine Familiensituation damit total gut zu gestalten und zu integrieren. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, die Frage, wie viel bezahlt mir jemand für einen solchen Job, rückt an Stelle 2, weil die Frage, wie gut kann ich für mich das integrieren und andere Dinge noch damit vereinen, hat plötzlich einen ganz hohen Stellenwert gehabt. Und das war eine total schöne Erkenntnis. Ich bin sehr, sehr dankbar für das vertrauensvolle Zusammenarbeiten, was da einfach möglich war. Und das Schöne ist, durch diese Vertrauensebene, die wir hatten, war es einfach wirklich so, dass jeder mehr als diese 100% reingeben konnte. Weil es eben einfach so war, dass die Tür sehr breit war. Also ich konnte es so reingeben, wie es für mich funktioniert hat. Einen Tag mal richtig viel und einen Tag vielleicht auch einfach mal nur das, was eben nötig war. Und diese Flexibilität, die hat mich total begeistert, weil ich gesehen habe, dass dadurch in der Kreation für alle so viel mehr möglich ist, wenn ich einfach diese freiwillige Grundhaltung mitbringe, dass ich einfach sage, ich vertraue dir. Zu sagen, wir haben keine Aufzeichnung für Arbeitszeit, wir messen einfach an dem, was im Output für die Gesamtheit hinterher bei rauskommen soll. Das ist ein großartiger erster Schritt gewesen, wo ich ganz viel auch für die nächste Station dann schon mitnehmen konnte, wo ich gemerkt habe, okay, dieses Vertrauen, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Grundlage. Wenn ich meinen Mitarbeitern vertrauen kann, dann gibt es die Chance, dass sie auch
sehr viel mehr als nur das, was im Arbeitsvertrag steht, einbringen können. Wenn ich das wertschätzen kann und wir uns auf dieser Ebene treffen, dann treffen wir uns eben nicht auf dieser Vertragsebene, sondern auf der menschlichen Ebene. Und das war eine wunderschöne Schlüsselerfahrung für mich. Darf ich da gerade zwischenfragen? Glaubst du, dass das nur möglich ist, wenn zum Beispiel ein Unternehmen eine bestimmte Größe nicht erreicht hat? Weil das Beispiel, was du eben erwähnt hast, da war es ja irgendwann so, dass allein durch den Wachstum bestimmte Strukturen einfach eingesetzt wurden und das Vertrauen dann wieder reduziert wurde, die Freiheiten reduziert wurde. Heißt das, dass dieses unbegrenzte Wachstum eines Unternehmens vielleicht nicht so möglich ist? Wenn man diese Freiheiten trotzdem beibehalten möchte? Was ist dein Gedanke dazu? Extrem gute Frage, die habe ich mir auch sehr lange gestellt und ich habe auch keine finale Antwort darauf, um es gleich vorwegzunehmen. Ich glaube tatsächlich, dass es eine sehr große Bewusstheit und auch die richtigen Tools braucht, um ein großes Unternehmen so zu gestalten. Es gibt da ja mit Agile und anderen Instrumenten schon ganz viel, wie man tatsächlich mehr in Projektstrukturen und weniger in Konzernstrukturen arbeiten kann, was schon genau in diese Richtung geht. Ich selbst habe kein großes Unternehmen erlebt, was wirklich total im Free-Flow arbeitet bislang. Ich kann das nicht beurteilen. Die Unternehmen, die ich bislang gesehen habe, wo es funktioniert, waren tatsächlich kleinere Start-ups bis hin zu mittelgroßen Unternehmen. Ich erzähle auch vom nächsten gerne gleich noch. Was aber auch immer so war, dass ab einer kritischen Größe sich dieselben Fragen gestellt wurden. Und ich glaube schon, dass es möglich ist und ich sehe auch in diesen ganzen Entwicklungsströmungen durchaus das Bestreben, dass mehrere das erkannt haben und zu sagen, ich arbeite eben einfach wirklich projektorientiert mit Kanban, mit Agile, mit anderen Instrumenten, ist wunderbar und geht, glaube ich, auch in die Richtung. Es braucht aber auch diese sehr klare Haltung und Überzeugung in der Führung, dass ich wirklich auch in der Lage bin, bei einer großen Struktur das Ganze zu halten und diese Dynamiken, die da entstehen, die finde ich unheimlich spannend und ich glaube, da braucht es wirklich eine große Bewusstheit und immer wieder hingucken und sich selbst im Herzen auch klar sein, was will ich, weil ich glaube, es ist durch all das, was wir durch Konditionierungen und das, was wir selbst erlebt haben, total leicht in diese alten Strukturen zurückzufallen und zu sehen, hey, ich will es aber hier in meinem Unternehmen vielleicht einfach anders machen, weil ich sehe, dass wir alle sehr viel mehr davon profitieren, wenn wir all diese anderen Komponenten zulassen. Das ist diese Herausforderung, die immer wieder kommt, wenn uns unsere erlernten Dinge einholen. Und als ich studiert habe, gab es Themen wie Agile, Kanban und Co. nur ganz am Rande. Man hat gehört, es gab ausländische Unternehmen, die sowas schon machen, aber auf dem deutschen Markt gab es das sicher noch nicht wirklich. Und das finde ich total spannend, dass das jetzt einfach alles sehr viel mehr Raum bekommt. Und egal, wie man es nennt, ich glaube, die Erkenntnis, dass eben diese mitarbeiterbasierte Ebene sehr, sehr wertvoll ist, die kommt einfach bei den meisten inzwischen an. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass du und die anderen Führungskräfte hier zum Interview zur Verfügung stehen, weil letztendlich sowas steht ja nicht unbedingt in unseren Lehrbüchern. Ne? Da stehen vielleicht irgendwelche Modelle und so weiter, aber was dann tatsächlich vielleicht auch den Unterschied macht in der Praxis und wie man vielleicht auch etwas anders machen kann als das, was wir nur bisher kennen. Darum geht es ja manchmal, ne? Um zum Beispiel auch wieder andere Arbeitsweisen zu ermöglichen. Und die Arbeitswelt ist ja sowieso ständig im Wandel und Instrumente, die wir früher eingesetzt haben, die funktionieren nicht auf die Arbeitswelt, die heute vielleicht besteht und auch nicht auf die Bedürfnisse, die die Mitarbeiter zum Beispiel mitbringen. Das war ja nur ein Beispiel, dass viele Frauen mit Kindern jetzt auch gerne arbeiten, wo es früher vielleicht eher selbstverständlich war, dass sie zu Hause bleiben. Oder auch ein Riesenthema, es gibt immer mehr pflegebedürftige Eltern, die dann auch gepflegt werden dürfen. Ne? Oder dieser Wunsch, auch einfach im Ausland zu arbeiten, weil man zum Beispiel merkt, okay, mir tut ein anderes Klima besser. Und das, da besteht heutzutage einfach total viel Wandel, aber auch es kommen immer weitere Möglichkeiten dazu, das auch so zu leben. Und ich glaube, ein Unternehmen, wo du auch getätigt warst, da war es ja komplett digital, ne? Dass man sich auch nicht mehr quasi vor Ort getroffen hat.
Genau, also das wäre das, was ich jetzt sozusagen als Anschließendes gerne erzählen würde, was dann die logische Fortsetzung eigentlich der Erfahrung war. Also bereits im ersten Unternehmen, in dem ich ja auch länger tätig war, war es so, dass diese Komponente Persönlichkeitsentwicklung schon eine große Rolle gespielt hat. Es gab zusätzlich zu den üblichen Führungskräfteentwicklungsseminaren und auch für unsere Azubis gab es damals zum Beispiel wirklich schon tolle Projektprogramme, wo sehr viel mehr geboten wurde als die klassische Ausbildung. Gab es Lesekreise, wo man sich einfach mit entsprechender Literatur beschäftigen konnte. Es gab immer wieder Anregungen, es wurden Dozenten und Gäste eingeladen, die über Persönlichkeitsentwicklungsthemen und auch teilweise wirklich spirituelle Themen referiert haben. Und das, finde ich, ist eine ganz großartige Komponente gewesen, das schon so relativ früh zusammenzubringen. Also für mich früh im ersten Job hat bei mir was bewirkt, weil ich wirklich verstanden habe, was die Menschen antreibt, sind nicht die 2000 Euro netto, die sie vielleicht am Monatsende auf dem Konto haben, sondern was sie tatsächlich antreibt, mittelfristig, intrinsisch, ist ihre eigene Entwicklung. Und die eigene Entwicklung ist ja ein durchaus auch spirituelles Thema. Und ich fand es unglaublich spannend. Auf mich ist der Eigentümer eines spirituellen Unternehmens zugekommen und hat mich gefragt, ob ich für ihn strategische Leitung machen würde. Wir haben Berührungspunkte gehabt. Ich habe eine Coaching-Ausbildung bei diesem Unternehmen tatsächlich gemacht, auch im vergangenen Jahr. Und diese Frage, wie können wir dieses Unternehmen tatsächlich gestalten, hat mich unglaublich fasziniert, weil es genau diese Voraussetzung, die du eben schon angesprochen hattest, auf ganz anderer Ebene betrachtet hat. Es ist ein Unternehmen gewesen, was ausschließlich mit Freelancern gearbeitet hat, also tatsächlich keine Angestelltenstrukturen. Das Unternehmen hat auch den Sitz im Ausland gehabt und es gab ein virtuelles Bürogebäude, wo sich also tatsächlich online die Mitarbeiter eingeloggt haben. Es gab ein Programm, was die Aufgaben letztendlich einfach verwaltet hat, wo einfach Aufgaben erstellt und verwaltet und bedient und abgearbeitet wurden. Und das ist eine riesengroße. Auch mit Kanban gearbeitet oder könntest du das Programm nennen oder war es ein extra spezifisches Unternehmens? Also das, es gibt Gerüste für so etwas. Tatsächlich gibt es inzwischen Anbieter. Es gibt Zendesk als einen Anbieter für kleinere Geschichten, die das anbieten. Es gibt auch noch andere, wo du tatsächlich einfach Aufgaben verwalten und zuteilen kannst. Das funktioniert relativ gut. Die Frage ist nur aber auch, wie kriegst du da immer eine Standardisierung rein? Ne? Also diese Vorgaben, die es dann braucht, wer bearbeitet wann was. Das war unheimlich spannend zu sehen, wie sich diese Absprachen dann einfach entwickelt haben. Immer auf der Ebene, dass jeder sich wirklich einbringen möchte, hat es unglaublich gut funktioniert. Wir haben jetzt, bevor ich das Unternehmen verlassen habe, etwa 35 Mitarbeiter gehabt, die wirklich weltweit in allen Zeitzonen gleichzeitig miteinander agiert haben, auf Deutsch, spannenderweise tatsächlich, in Einzelfällen dann auf Englisch, aber diese Begegnung miteinander nur im virtuellen Raum, das war für mich was ganz Faszinierendes. Und wir haben zweimal im Jahr diesen Punkt gehabt, dass wir uns tatsächlich physisch gesehen haben als Team. Und das war total großartig, dann zu sehen, wie es funktioniert. Jeder mit Familie, wenn er wollte, jeder mit so dem, was für ihn Sinn gemacht hat. Und ich habe festgestellt, die Komponente, dass diese persönliche Situation so stark in den Fokus gestellt wurde. Der Eigentümer hat irgendwann mal zu mir gesagt, die Entwicklung des Menschen ist sehr viel wichtiger als der Profit, der am Jahresende rauskommt. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ich hätte mich verhört, weil das ein unglaublicher Satz ist, zu sagen, ich stelle die Entwicklung meiner Mitarbeiter in letzter Konsequenz über den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, klingt im ersten Moment total absurd. Im zweiten Moment, wenn wir diese Schleife weiterdenken, macht es aber absolut Sinn, weil nur dadurch, dass ich Menschen stärke, kann ich überhaupt Potenzial für das Unternehmen heben. Und zu sehen, wie jemand wirklich konsequent für die Mitarbeiter sich einsetzt und für einzelne Mitarbeiter auch Situationen kreiert, die ihrem persönlichen Wachstum dienen, ist was, was ich noch bislang nirgends anders so gesehen hatte. Und das hat mich sehr, sehr, sehr berührt, weil ich gesehen habe, dass die Mitarbeiter allesamt in diesem persönlichen Level einfach sehr, sehr, sehr viel mehr committed waren mit sich selbst und dem, was sie tun
und andererseits auch einfach eine Lebensqualität dadurch erfahren haben, die sich von ganz vielen Dingen unterscheidet, die ich bislang wahrnehmen konnte. Und das Ganze ist ja immer ein Bumerang. Das kommt ja auch dann so wieder ins Unternehmen zurück. Ein Mitarbeiter, der glücklich und zufrieden ist, gibt ja auch genau das in all das, was er tut im Unternehmen, wieder rein in den Kundenkontakt, in den Kontakt mit den Mitarbeitern, mit den Vorgesetzten, in gemeinsame Projektgruppen, fließt ja dann ein ganz anderes Denken, Fühlen und Handeln ein, als wenn ich selbst in einer, ich sage jetzt mal, Mangelsituation, gedrückt durch Strukturen und Auflagen, eigentlich gar nicht aktionsfähig bin. Total spannend, gerade wo du erzählst, dass ihr alle, also dass ganz viele Freelancer für dieses Unternehmen gearbeitet haben. Und was ich so klassischerweise mit Freelancer verbinde, ist, der geht irgendwo hin, um Geld zu verdienen und das war's dann und hat dann mehrere Jobs gegebenenfalls, ne, und macht das vielleicht, um halt sein Leben finanzieren zu können, aber weniger, weil er total für diese Idee brennt und auch für dieses Unternehmen gehen würde. Und gerade diese Ansätze, die du beschreibst, machen das ja, also wandeln das ja ganz, ne? Also wenn ich sehe, ich kriege dort so viel, dann nehme ich auch lieber die Aufträge an und kümmere mich gut darum, anstatt für die anderen, wo ich halt nur deswegen dem Geld mache und auch merke, da kommt nicht so viel zurück. Und was mich noch interessieren würde, seid ihr dann jede Woche mit einem gemeinsamen irgendwie Treffen online gestartet oder war das nur durch diese Struktur gegeben, dass jeder seine Aufgaben so hatte und dann wusste jeder, was er zu tun hat? Habt ihr trotzdem noch diese Online-Treffen gehabt oder war das gar nicht nötig? Genau, ich würde gerne auf den Freelancer-Punkt noch kurz eingehen, dann beantworte ich die Frage. Also zu den Freelancern, viele sind auch so eingestiegen, dass sie einfach gesagt haben, im Moment ist es erstmal nur ein Projekt von vielen, was ich mache. Und durch diese Komponente, hey, Moment, da passiert mit mir ganz viel, da ermöglichen sich für mich wirklich Wachstumsfelder, weil mir was zugetraut wird, weil ich Verantwortung bekomme für etwas, weil ich eben einfach über mich selbst dort auch hinauswachsen darf, sind ganz viele dann immer mehr da wirklich reingegangen. Und es war total spannend, auch diese Prozesse zu sehen, weil sie selbst auch einfach erlebt haben, hey, okay, da passiert viel, viel mehr, als dass ich nur Geld verdiene. Und das hat alle einfach sehr berührt. Zu deiner zweiten Frage, wie die Struktur tatsächlich war, auf den verschiedenen Ebenen, in den verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen, es gab diese Struktur natürlich schon, der ist für das zuständig, der ist für das, der eine macht Sales, der andere macht Marketing, der dritte macht vielleicht dann interne Struktur oder. Gab es natürlich schon ganz klar die Bezeichnungen und auch die Ebenen, die von den Menschen dann ausgefüllt wurden. Und auf diesen Ebenen gab es natürlich auch zweckmäßige, ich sag mal, Routinen in der einen oder anderen Form. Aber auch da habe ich eine unglaubliche Flexibilität erlebt. Das heißt, natürlich gab es einen regelmäßigen Jour fix auf der Ebene, wo man Dinge zu besprechen hatte. Dieser Jour fix hat dann aber eben stattgefunden, so wie es funktioniert hat. Zum Beispiel hatte ich einen prinzipiell abends um 9:30, was total cool für mich war und auch für mein Gegenüber, weil es von der Zeitzone super gepasst hat. Ich hatte meine Kinder im Bett, hatte den Kopf frei und konnte mich einfach 1,5 Stunden richtig gut auf das Meeting konzentrieren. Undenkbar in anderen Konstellationen. Aber wir haben einfach auf der menschlichen Ebene besprochen, hey, was funktioniert gut? Okay, dann machen wir es halt eben Mittwoch um 9:30 oder was auch immer. Und auf diese Art und Weise war es möglich, Lösungen zu finden, wo eigentlich real betrachtet keine Möglichkeiten sind. Wie kommt jemand, der in Australien sitzt, mit jemandem zusammen, der hier sitzt? Eigentlich zeitlich kaum, seit man verständigt sich morgens auf 5.30 Uhr. Ist für mich aber fein. Ich bin früher Aufsteher, kann gut funktionieren. Oder auch mal andersrum. Das war so ein Erlebnis, wo ich einfach gesagt habe, wow, da machen Menschen plötzlich Dinge möglich, weit außerhalb dessen, was wir als Angestellte irgendwo zur Verfügung stellen würden, weil wir eine ganz andere Motivation haben, dass das, was da tatsächlich miteinander erarbeitet wird, auch stattfindet. Da würde ich in diesem Kontext auch gerne nochmal auf die Unternehmensziele eingehen, weil das was ist, was da unmittelbar mit zusammenhängt. Die Frage, wofür kann ich einen Mitarbeiter begeistern? Natürlich auf jeden Fall immer für seine eigene Entwicklung, ganz klar. Aber ich brauche auch kompatible Unternehmensziele und eine entsprechende Konstruktion, die damit auch zusammenpasst. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, was eben einfach etwas
herstellt oder etwas entwickelt oder etwas anbietet, womit der Mitarbeiter sich wirklich aus tiefstem Herzen auch identifizieren kann, dann habe ich ein ganz anderes Commitment, als wenn ich etwas habe, was eine gewisse Sachlichkeit darstellt, wo die Mitarbeiter einfach sagen, okay, ja, gibt es schon 5 von, ist total okay, kann ich vertreten, kann ich meiner Tante auch anbieten, aber da ist kein Herzblut hinter und ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Diese Frage, brenne ich für etwas? Ne? Also wie viele große Persönlichkeitstrainer nehmen Milliarden damit ein, dass sie versuchen, mit Menschen und Führungskräften die Warum-Frage zu beantworten. Warum tue ich das, was ich tue? Warum stehe ich dafür morgens auf? Warum gebe ich da das rein? Das ist ja genau das, was mit diesem Sinn und Zweck beantwortet werden muss. Und wenn der nicht da ist, dann habe ich da einen Gap, den ich nicht geschlossen bekomme. Das heißt, diese Frage, was tut ein Unternehmen, mit welcher Intention, ist ausschlaggebend dafür, ob Mitarbeiter sich damit identifizieren können. Wenn ich jetzt also sage, ich produziere Karo-Shorts, dann ist das nett, aber das reißt niemanden vom Hocker. Wenn ich allerdings etwas anbiete, wo die Mitarbeiter wirklich, wirklich für sich und für andere den Wert drin erkennen, dann kann das der Schlüssel sein. Und sehr oft ist das die Schwelle, wo wir eben vom Sachlichen zum Persönlichen switchen, weil wir dann einfach feststellen, okay, hier wird was angeboten, was uns persönlich berührt. Das heißt, das Unternehmen, in dem ich jetzt also die erste Hälfte des Jahres gearbeitet habe, das war ein Unternehmen, was selbst Coaching-Ausbildungen angeboten hat und damit die Realitäten von Menschen wirklich so verändert hat, dass sie auch für das Kollektiv, für die Welt tatsächlich einen Impact hatten. Und das war etwas, womit Menschen sich identifizieren konnten, weil die Vision, die wir alle haben, dass wir etwas aufbauen möchten, mit dem wir nachhaltig für unsere nächsten Generationen die Realität anders und verantwortungsvoll und bewusst gestalten, das ist was sehr Persönliches in uns, wo sehr viele Menschen sich einfach angesprochen fühlen und sagen, jawohl, genau das will ich wirklich. Ich will nicht das dritte Auto produzieren und ich möchte auch nicht irgendetwas Banales, wo ich keinen Bezug zu habe, sondern ich will wirklich in meine Verantwortung als Mensch hier gehen und voller Bewusstheit einfach etwas schaffen, was ich selbst für nachhaltig und wesentlich halte. Ist das auch der Grund, warum du Geschäftsführerin einer freien Schule bist? Ja, auf jeden Fall. Weil das ist ja auch nicht nur eine Schule von vielen, sondern auch nochmal etwas ganz anderes. Da ist der Motivationsgrund auch mit einem Satz zu benennen. Natürlich geht es dabei darum, für meine Kinder und andere Kinder eine Situation zu schaffen, die einfach wegweisend und zukunftsfähig nach vorne gerichtet ist und sich von dem, was wir an üblichen Situationen haben, eben einfach so unterscheidet, dass wir den Kindern eine andere Startbasis mitgeben können. Und meine Motivation, diesen Job zu machen, ist komplett genau das, den eigenen und anderen Kindern das zu ermöglichen. Wir haben so oft die Situation, also ich weiß nicht, wer sich mit freien Schulen und freier Bildung hier schon auseinandergesetzt hat, dass wir eben bei Abiturienten, bei Auszubildenden die Situation haben, dass das Feedback der Unternehmen kommt, da ist kein Realitätsbezug, die Menschen sind bei sich selbst noch überhaupt nicht angekommen, da ist einfach eine gewisse große Unreife da, das ist überhaupt gar nicht in Bezug zu der Umwelt, in der wir uns bewegen und die Frage, wie können wir Kindern tatsächlich ermöglichen, dass sie nicht in einem starren System einfach Wissen hineingedrückt bekommen, sondern auch von klein auf schon diesen Raum bekommen, Persönlichkeitsentwicklung als Begleitung zu ermöglichen. Das ist das, was mich damals sehr bewegt hat, weil ich einfach festgestellt habe, für so viele funktioniert es einfach auf dieser klassischen Ebene nicht mehr. Und es kommt auch im Kollektiven betrachtet hinterher gar nicht das raus, was uns als Menschheit wirklich dient. Wenn wir davon ausgehen, nur ganz kurzer Exkurs, das klassische Schulsystem basiert auf Annahmen aus dem letzten Jahrhundert, Anfang letzten Jahrhunderts, wo es wirklich darum ging, eine Arbeiterklasse aufzubauen. Das heißt, was in klassischen Schulen nicht genährt wird, und da kann vielleicht der ein oder andere jetzt auch nicken zustimmen, ist selbstständiges unternehmerisches Denken, Kreativität, Kreationsprozesse. All diese Dinge haben viel, viel, viel zu wenig Raum. Und das Selbstbild und der Selbstwert, mit dem wir nach einem Abschluss die Schule verlassen, ist bei weitem nicht das, was es braucht, damit tatsächlich wirklich etwas Kreatives und
Großes entstehen kann. Und ich glaube von meiner persönlichen Überzeugung ganz fest daran, dass wir in der zeitgeschichtlichen Situation gerade schon an einem Schwellenpunkt stehen, wo es wirklich innovative, alternative Wege und Projekte braucht, um in der Realität unsere Situation zu verändern. Und ich glaube wirklich, dass es wesentlich ist, da auch bei Kindern direkt anzusetzen und ihnen von vornherein sehr viel mehr Möglichkeiten und Optionen mitzugeben und eben nicht dieses Kleinmachen und Drücken, was wir im klassischen Schulsystem durch Bewertung, durch enge Vorgaben, durch das Weglassen so vieler Optionen einfach automatisch haben. Und das ist ein klassisches Beispiel. Das integriere ich einfach mit meinen anderen Aufgaben. Es hat unheimlich viel mit Netzwerken zu tun. Es hat sehr, sehr viel damit zu tun, einfach auch individuelle Lösungen zu finden. Und gleichzeitig braucht es natürlich aber auch die Kompetenz, mit den entsprechenden Situationen da umzugehen. Sehr, sehr viel Juristisches, sehr viel Strukturelles, wo klar ist, da braucht es auch wirklich einfach die Basis eines wirtschaftlichen Studiums. Das ist nichts, was du nebenher einfach mal machen kannst. Und wie bin ich zu dem Job gekommen? Tatsächlich einfach genau so, dass ich gesehen habe, es wird gebraucht. Und trotzdem ist klar, es ist eine wundervolle Aufgabe. Es ist nicht meine Herzensaufgabe. Das ist ein Umzu und ich mache es gerne. Aber es ist tatsächlich nicht das, wofür ich wirklich brenne. Wofür ich brenne, ist wirklich diese alternative Wirkungsform, diese Strukturen neu zu überdenken, daraus was zu erschaffen und besonders eben auch Familien und Müttern und Familienkonstruktionen unserer Zeit jetzt ganz andere Optionen dadurch zu ermöglichen, dass wir das Gesamtthema Arbeiten, Wirken, wie ich es viel lieber nenne, neu denken und auch komplett neu zulassen und auf einer anderen Art und Weise lösen als bisher, weil ich glaube, es geht wirklich darum, es zu integrieren. Wenn ich gefragt werde, wie viele Stunden pro Woche arbeite ich, sage ich prinzipiell gar nicht. Ich arbeite nicht, sondern ich wirke. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Stunden in welche Projekte fließen. Ich sehe es nicht als getrennt voneinander, weil in einem Netzwerk sind alle Punkte über mindestens 5 Ecken miteinander in Kontakt. Und das Ganze ist ein dynamisches Feld. Und was ich hier reingebe, kann auch da wieder rauskommen. Und dieses Begreifen dessen, dass wir nicht voneinander getrennt sind, sondern dass es dort einen Kontext gibt, ermöglicht es uns sehr, sehr, sehr viel effektiver, wirklich Realitäten zu gestalten, als wenn wir das als 9-to-5-Job getrennt von unserem Privatleben in einem Office betrachten. Total spannend, weil wo du gerade schon, was du gesagt hast zu den unterschiedlichen Kompetenzen, was würdest du denn jetzt den Studierenden raten? Welche Kompetenzen sind deiner Meinung nach wichtig, dass sie das mitbringen für die zukünftige Arbeitswelt? Also ich betrachte mich immer als Brückenbauerin zwischen den sachlichen Hard Facts, was da heißt tatsächlich juristische Dinge, strukturelle wirtschaftliche Dinge auf der einen Seite und den menschlich-sozialen Komponenten auf der anderen Seite. Und wer es dazu nehmen mag, eben halt auch diese persönlichkeitsentwicklungsspirituelle Schiene auf der dritten Seite. Und in diesem Dreieck irgendwo bildet sich das, was ich dann als Brückenbauer sehe, nämlich als jemand, der diese Komponenten zusammenbringt. Der Christian Bischoff hat einen wunderschönen Satz gesagt. Also ich denke, Christian Bischoff ist ein Begriff, ein sehr großer deutscher Persönlichkeitstrainer. Er sagt immer, behandle die Menschen nicht so, wie du behandelt werden möchtest, sondern so, wie sie behandelt werden möchten. Das hat damals bei mir auch so einen kleinen Klick gemacht, weil diese Idee, ich behandle alle Menschen gleich, weil das ist ja gerecht, die ist, wenn man es so betrachtet, Quatsch, weil ich diene dir am meisten, wenn ich dich so behandle, dass ich dich fördere. Das hat so ein echtes Umdenken bei mir gebracht, dass ich wirklich schaue, okay, wie kann ich den Menschen erreichen, nicht die Person, die vor mir sitzt und die Qualitäten, die ich vielleicht für meinen Projektleiter brauche, mitbringt, sondern wie kann ich den Mensch Anna erreichen, wenn ich dich als Beispiel da kurz hernehme, wie kann ich dich berühren, wie kriegen wir beide einen persönlichen, menschlichen Kontakt hin und um auf deine Frage zurückzukommen, wie kann ich als vielleicht jetzt Studierender gerade möglichst viel tun, um einfach an diesem Punkt selbst zu wachsen, dann würde ich sagen, ist das genau die Antwort, in mein eigenes persönliches Wachstum reingehen.
dass ich selbst in der Lage bin, eben einfach andere Menschen in ihrem persönlichen Wachstum zu begleiten, ist für mich der Schlüssel dahin, dass ich die Fähigkeit habe, auf dieser menschlichen Ebene einfach zu agieren. Dankeschön. Ich stelle auch jeder Führungskraft nochmal folgende Frage. Du hast jetzt die Möglichkeit, den Studierenden eine Frage zu stellen, die sie dir dann beantworten werden, und du kriegst das schriftlich, also die ganzen Antworten zur Verfügung gestellt, und du kannst jetzt überlegen, was interessiert dich, was würdest du gerne von den Studierenden erfahren? Super, das klingt total gut. Ich habe dich jetzt gerade. Nein, ich habe direkt einen Impuls gehabt, den ich auch nehmen möchte. Diese Frage, was bewegt mich wirklich in meinem tieferen Inneren, ist die Frage, die ich in fast allen Situationen immer wieder bewege. Und ich finde es nicht so einfach, darauf eine Antwort zu bekommen. Und ich glaube, mehr für euch Studierende als für mich würde ich euch gerne diese Frage stellen. Was ist dein Warum? Wofür stehst du morgens auf? Wofür würdest du sonntags morgen im Schlafanzug ohne Frühstück barfuß loslaufen? Was ist das, wo dich niemand von abhalten kann? Und wenn man das Ikigai zum Beispiel kennt, ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, was ja auch aus dem Japanischen kommendes Tool ist, womit man herausfinden kann, wo liegen meine Passion, meine Berufung, meine Aufgabe auf dieser Welt, dann ist das für mich eine Komponente, die da ganz stark mit reinspielt, dass ich mich selbst mit dieser Frage auseinandersetze. Warum bin ich hier? Was möchte ich wirklich? Wo fühle ich mein persönliches starkes Commitment? Wofür möchte ich stehen und gehen auf dieser Welt? Und was ist das, wo ich wirklich einen Unterschied mache, wo der Impact dessen, was ich tue, für die Menschheit, für die Welt, für das Kollektiv wirklich, wirklich groß ist? Also die Frage, wofür brenne ich, ist, glaube ich, eine der wesentlichsten Fragen, die ich mir selber beantworten kann, und die würde ich gerne an euch stellen. Wow, danke. Ich bin gespannt, was für Antworten ich kommen. Ich auch, ich freue mich drauf. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für die tollen Fragen. Hat mir großen Spaß gemacht, tolles Format, und die Studienzeit ist auch in meiner Erinnerung eine ganz großartige Zeit und eine Zeit, in der wir alle noch Träume haben, und ich glaube, das große Ziel ist, sich diese Träume wirklich zu behalten, sich dran zu erinnern und dafür dann auch Schritt für Schritt konstant zu gehen und was zu verändern. Danke. Ja, tausend Dank, liebe Katharina, und ich denke, das war ein sehr tiefgründiges Interview, auch was auch nochmal so neue Wege aufgezeigt hat, neue Arbeitsmöglichkeiten, aber auch diese eigene Frage, was möchte ich denn überhaupt und wie wichtig ist mir bisher das Thema Persönlichkeitsentwicklung? Geht es mir, wenn ich jetzt als Absolvent irgendwann einen Job suche, geht es mir wirklich nur ums Geld? Geht es mir nur um eine tolle Position? Was ist, wenn ich selber Führungskraft bin? Wie kann ich meine Mitarbeiter stärken? Und ich denke, da haben wir ganz, ganz viele tolle Impulse aus diesem Interview mitnehmen können. Und dafür nochmal von Herzen Dankeschön an dich. Sehr, sehr gerne. Danke dir.